Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute geht es um den Inhalt eines Medic-Rucksacks. So, für den Inhalt des Medic-Rucksacks haben wir drei verschiedene Szenarien uns mal ausgedacht. Das war die Aufgabe für mich heute für den Tag. Und zwar, unsere drei Szenarien sind einmal, wir haben einen erweiterten Range-Pack, das heißt für die Schießbahn, den man benutzen kann, in Ergänzung mit der Zielgruppe für Bushcraft. An zweiter Stelle haben wir einen zivilen Ersthelfer-Rucksack und an dritter Stelle haben wir einen Combat-Medic-Rucksack für euch vorbereitet. Gleich vorweg mal, für mich ist es so, ich habe mir viel Gedanken dazu gemacht. Ich benutze es auch schon relativ lang selber im privaten Bereich oder im zivilen Bereich. Und ich habe mir zu dem Combat-Medic-Rucksack Gedanken gemacht und das überschneidet sich in vielen Teilen mittlerweile auch mit dem, was in einem zivilen Rucksack mit drin sein soll oder kann. Deswegen ist der Rucksack insgesamt jetzt auch recht voll geworden. Allerdings muss man dazu sagen, es ist immer sehr, sehr individuell, was man in einen Medic-Rucksack mit reinpackt. Jeder macht es ein bisschen anders. Der Combat Medic wird vielleicht ein bisschen mehr Material brauchen, als man für den zivilen Bereich brauchen wird, weil doch häufiger in abgelegenen Gebieten gearbeitet wird oder weil die Rettungskette einfach nicht so schnell funktioniert, wie das bei uns in Deutschland hier ist. In Deutschland kann ich mich mehr darauf verlassen, dass innerhalb von wenigen Minuten, sage ich mal, eine Viertelstunde, allerspätestens eine halbe Stunde, dass Rettungskräfte vor Ort sind. Das ist vielleicht für den Combat Medic immer nicht unbedingt so gegeben. Deswegen muss der ein bisschen mehr Material schon mal mit sich führen. Genau. Wir haben jetzt alles mal einfach mit reingepackt. Wie gesagt, das ist alles individuell, was da drin ist. Und wenn jetzt einer sagt, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, das brauche ich überhaupt nicht, dann kann er das natürlich selbstverständlich rauslassen. Das ist kein Dogma, was wir hier geben, das ist nichts in Stein gemeißelt, sondern jeder muss natürlich sich auch selber Gedanken zu machen, welches Aufgabengebiet habe ich, in welchem Bereich bewege ich mich da überhaupt und was könnte notwendig sein, dass ich da einfach mitführe. Für das Ganze, was wir da gepackt haben, gilt grundsätzlich, ich muss so packen, nach dem Grundsatz, treat first, what kills first, das bedeutet, das, was am schnellsten töten kann oder was am schnellsten meinen Patienten umbringen kann, das muss ich am schnellsten griffbereit haben. Da muss ich zügig drauf zugreifen können, ohne groß erst was auspacken zu müssen oder so. Wir haben deswegen gleich im Rucksack, das schauen wir uns dann an, für lebensbedrohliche Situationen gepackt. Wir haben dabei immer die zwei Algorithmen im Hintergrund, die Medics, die sollten das kennen. Wenn ihr heute Ausdrücke mal hört oder Fachbegriffe hört, die ihr nicht kennt, dann lest es gerne mal mit nach, schult euch, übt weiter, frischt euer Wissen dabei mit auf. Und zwar, wir arbeiten nach verschiedenen Algorithmen. Das eine wäre das ABCDE-Schema oder C-ABCDE-Schema. Und das andere wäre hauptsächlich aus dem militärischen Bereich das MARCH-Schema. Das ist das, wo wir initial quasi auf das Lebensnotwendigste drauf zurückgreifen können und wo wir auch durch diesen Notfall uns durchhangeln können anhand von diesem Buchstabenschema das. Sonst weiter haben wir in dem Rucksack noch mit drin natürlich alles, was für das Wohl vom Patienten außenrum noch ein bisschen somit wichtig ist, sogenannte Bubu-Kits nennt man das auch. Also alles, was wegen so Kleinigkeiten sind, da sind auch zum Beispiel Pflaster mit drin oder sowas ähnliches. Schauen wir uns heute alles mit an. Wir haben viel vor. Was für euch wichtig ist immer, ganz egal, welches Szenario wir haben. Das heißt, bin ich in einem zivilen Setting, also gehe ich zum Beispiel privat zum Schießen auf eine Schießbahn, wie weit ist die abgelegen, was haben die vielleicht auch schon vor Ort mit dabei. Gehe ich in den Wald zum Holz machen, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Arbeite ich mit schweren, gefährlichen Geräten, bin ich Jäger vielleicht sogar, möchte da was mitnehmen, bin Bushcrafter, Prepper, je nachdem. Und dann mache ich mir, bevor dieses ganze Ding losgeht, natürlich auch nochmal Gedanken, was kann passieren, welche Materialien brauche ich vielleicht mit dafür und wie ist auch meine Rettungskette aufgebaut. Das heißt, habe ich Helfer oder muss ich auch an wichtige Standorte denken, um Rettungskräfte dahin zu lotsen, wo sie hingehen können. Da gibt es ja die sogenannten Rettungspunkte auch immer in den Waldgebieten bei uns. Denkt da bitte auch mal mit dran. Ansonsten, alles, was in dem Rucksack mit drin ist, ist für euch wichtig. Kennt euer Material. Also ich muss zum einen wissen, was habe ich überhaupt damit dabei und wie benutzt man das. Ob ich das auch wirklich alles benutzen kann oder darf, beziehungsweise das Wichtige ist darf, das steht auf dem zweiten Blatt. Ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einem Bekannten hier aus der Gruppe,
Da ging es darum, kann ich in meinen IFEC, also in meinem persönlichen Erste-Hilfe-Satz, zum Beispiel eine Thorax-Entlastungsnadel mitnehmen. Die haben wir in einem vorherigen Video schon mal vorgestellt. Soll ich die dann mit drin dabei haben, weil ich weiß ja gar nicht, wie die einzusetzen ist. Tatsächlich kann es aber sein, wenn ich auf die Schießbahn gehe, dass das notwendig ist, so ein Ding einzusetzen. Und auch wenn ich das nicht weiß, ist aber vielleicht jemand anders mit da, der weiß, wie das einzusetzen ist und der das auch kann und darf. Und dann kann ich dem das Material zur Verfügung stellen, beziehungsweise ist es ja auch für mich da. Das heißt, mein persönlicher Erste-Hilfe-Satz, der ist im Wesentlichen für mich zum Versorgen da. Und das, was ich in dem Medic-Rucksack mit drin habe, das benutze ich natürlich auch, um mein Team, mein Arbeitsteam oder mein Schießteam oder meine Jagdkollegen mit zu versorgen oder auch Arbeitskollegen, je nachdem. Deswegen kennt euer Material, bildet euch fort und übt auch mit diesem Material. Das kostet alles mal ein bisschen Geld und macht natürlich Aufwand. Ist aber im Nachgang letztendlich wichtig. Also ich muss wissen, was habe ich dabei und wie setze ich es ein. Was für uns hier auch wichtig ist natürlich, kein Kit kann perfekt sein. Das heißt, es werden bestimmt noch Ideen von euch kommen. Die dürft ihr uns auch gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Wieso hast du nicht so viel von dem Zeug mit dabei? Oder warum hast du da nicht mehr mitgenommen? Oder ich würde das da noch mit reinpacken. Kein Kit kann perfekt sein. Wir können den immer verbessern und ich kann mir jederzeit auch mit Tipps einholen. Ich habe heute ganz viel außenrum Tipps zusätzlich zu diesem Material für euch mit reingepackt. Schaut euch da gerne auch was mit ab. Klaut Ideen, das ist jederzeit erlaubt und verbessert eure eigenen Sets natürlich noch. Dann, was ich auch wichtig finde, das ist, egal in welchem Szenario ihr seid, euer Team muss eingewiesen sein. Das heißt, nehmt euch, bevor es losgeht, bevor ihr Holz macht, bevor ihr schießt, nehmt euch 5 Minuten Zeit mit eurem Team und sagt, pass auf, ich habe meinen Medic-Rucksack mit dabei. Dann macht ihr den ganz kurz mal mit auf, sprecht durch, was ihr da mit drin habt. Da sind meine Tourniquets, da sind meine Druckverbände mit drin. Wenn ich eine Infusion brauche, dann findest du die in dem Fach da unten drunter, das ist beschriftet. Nehmt euch 5 Minuten Zeit, das ist es wirklich wert im Nachhinein dann, dass wir sinnvoll uns auch Helfer mit dazu nehmen können. Dann zum Thema IFEC nochmal. Gerade in einem Schießszenario, in einem militärischen Szenario, also auch auf der Schießbahn oder im militärischen Bereich oder auch bei der Polizei natürlich, gibt es mittlerweile IFECs, die recht verbreitet sind, also persönliche medizinische Ausstattung. In vielen Fällen bauen die Rucksäcke natürlich auf dem zusätzlich mit drauf auf. Aber ich muss natürlich auch immer dran denken, der hat seins vergessen, der hat seins leer gemacht, der hat seins nicht ordentlich eingeräumt. Also ich muss trotzdem, deswegen ist der Rucksack hier auch so extrem vollgepackt, ich muss für die anderen mitdenken und muss Material mitführen, die anderen nicht mehr dabei haben. Dann, was noch mit dazu kommt, ist, besprecht, bevor es überhaupt losgeht mit euren Teammitgliedern oder Arbeitskollegen oder Kameraden, besprecht, was es bei euch besonders zu beachten gibt. Das heißt, gibt es bestimmte Allergien? Ist jemand auf Medikamente allergisch? Hat irgendjemand besondere Krankheiten, die man wissen muss? Da fällt zum Beispiel Diabetes mal mit runter, bei den Soldaten vielleicht jetzt eher weniger, aber im Jagdbereich kann das durchaus mal mit sein. Dann ist es auch wichtig, wenn es dem auf einmal plötzlich nicht gut geht, dann muss ich wissen, dass der Diabetiker ist und dann muss man da auch schon mal ein Auge da drauf haben. Jawohl, dann würde ich mal dazu übergehen und zwar, wir schauen uns den großen gepackten Rucksack als erstes mal mit an. Da kommen wir auch dann dazu, warum ich mit dem anfangen möchte. Das ist ein Kit, wie ich das quasi seit Jahren auch tatsächlich als Notfallsanitäter, ich gebe nicht an mit diesem Ausdruck, aber ich möchte halt auch helfen können, wenn ich im Privaten unterwegs bin und deswegen habe ich so viel wie möglich von dem Material mit dabei, sinnvoll und möchte es auch einsetzen können, wenn ich zu einer Notfallsituation mit dazukomme. Da sind bestimmt auch Materialien dabei, die ihr nicht kennt, wie gesagt, oder wo ihr nicht wisst, mit umzugehen, dann macht euch schlau dazu, übt und bildet euch fort dazu. Gut, wir starten mit dem großen Notfallrucksack erstmal. Das ist der Tasmanian Tiger Assault Pack und zwar in der Größe 15 Liter, der MK2 einfach. Der ist hier sehr vollgepackt, das seht ihr. Auf der Seite seht ihr den Assault Pack S MK2, also das ist die 6 Liter Variante, den nehmen wir dann später für den erweiterten Range Pack oder für Bushcraft. Da ist natürlich enorm abgespeckt mit dem, was da drin ist und welche Möglichkeiten ich habe. Das hat einfach damit zu tun, wenn ich in Deutschland auf einer Schießbahn bin oder im Bushcraft-Bereich, da weiß ich, die Rettungskette ist relativ kurz, da muss ich nicht so viel Zeit mit überbrücken. Gut. Wir schauen uns den Rucksack jetzt von außen mal erstmal mit an. Auf der Vorderseite, auf der Frontseite sehen wir natürlich schon, praktischerweise haben die das hier untergebracht. Da ist ein Fach für die Schere schon mal mit aufgenäht. Das heißt, ich kann meine Rettungsschere hier vorne mit drauf haben, kann Klamotten zügig aufschneiden, um den Patienten zu untersuchen. Dann haben wir hier diesen Querreißverschluss mit dran.
Und ich habe da vorne in den Querreißverschluss, in das große Fach da unten drin, ihr seht, das ist richtig fest eingepackt. Da habe ich eine Ready-Heat-Decke schon mal mit drin. Das ist eher für den verlängerten Bereich tatsächlich. Das heißt, eine Decke, wir werden hier nicht alle Artikel einzeln erklären können, aber eine Wärmedecke, die aktiv Wärme ausstrahlt und so über einen längeren Zeitraum auch den Patienten mal warm halten kann. Auch bei frühjahrlichen oder sommerlichen Temperaturen kann man relativ schnell auskühlen, was wir nicht wollen. Das legen wir so lange mal auf die Seite. Dann habe ich im oberen Bereich, habe ich für ganz egal, militärisch, zivil, außer für den taktischen Bereich da nicht, aber ansonsten habe ich mal an die Rettungsweste mit dran gedacht. Die habe ich auch so mit einem kleinen Schniebel da an der Seite rausgucken lassen. Dann denkt man da nämlich auch mit dran, gerade wenn ich im Straßenverkehr zum Beispiel unterwegs bin, dass ich die Fahrbahn betrete, dass ich diese Weste anziehen soll. In diesen Packs ist auch nochmal ein Signalbanner mit dabei, was ich dann mit drüber spannen kann. Das heißt, wenn ich meinen Verletzten, gerade zum Beispiel auf der Jagd, kann man sich das vorstellen, ich lege den irgendwo im Wald ab, versorge den und muss dann die Rettungskräfte dazu holen, dann kann ich dieses Signalpanel, in Orange ist das dabei, vorne auf den Rucksack mit drauf spannen und kann das aufstellen und dann sieht man das schon von Weitem, wo der Verletzte dann quasi liegt, damit man dann mit den Tarnklamotten, die es gibt, den vielleicht nicht übersehen im Eifer des Gefechts. Dann schauen wir uns die Rückseite von dem Rucksack nochmal mit an. Auf der Rückseite haben wir natürlich unsere Rucksackträger, die ich genauso benutzen kann, wie man es natürlich auch kennt als Rucksack. Ich kann die allerdings auch abnehmen und kann das Ganze an einem Plattenträger mit festmachen hinten dran. Oder ich kann die Rucksackträger in dieser Tasche auf der Rückseite hier hinten verstauen und kann das quasi nur, wenn ich das jetzt nur im Fahrzeug transportieren will, kann den ohne großen Klimbim außenrum platzsparend verpacken. Ich habe es auf der Rückseite so gemacht, dass ich da hinten drin, auch da geht es eng zu, ihr seht, ein Tragetuch mal einvakuumiert habe, um Platz zu sparen, habe ich das einvakuumiert, dann fliegt es nicht so frei drin rum. Das habe ich selber einvakuumiert und ihr kennt es, wenn man an der Seite von dem Silder schneidet man einmal ein vorher im Voraus und dann kann ich das farblich markieren, dann kann ich das auch einreißen und kriege das auch relativ leicht wieder raus. Aber es ist platzsparend und natürlich auch wasserdicht verpackt. Das legen wir so lange auch mal zur Seite. Das wäre schon die Außenseite damit abgedeckt. Und jetzt machen wir uns schon an das große Innenteil mit ran. Klappen wir das Ganze mal auf. Gut, also erstmal überfällt einen das natürlich, was ich da jetzt alles mal mit reingepackt habe. Wir gehen es einfach der Reihe nach mal mit durch. Und zwar aufgebaut nach dem ABCDE, fangen wir hier oben mal mit an. Wir haben farbig markiert, das wird von TT schon so mitgeliefert. Ich beschrifte das immer mit einem Tape extra nochmal, falls ich mir das irgendwann mal anders überlege, das zu beschriften, dann muss ich das nicht wegschmeißen oder ein neues drauf machen, sondern dann ziehe ich das Tape einfach ab und kann das neu beschriften. Das ist meine persönliche Meinung. Genauso also hier haben wir einmal die Tasche für Airway, alles was irgendwie mit Atmung in Verbindung steht. Dann habe ich eine rote Tasche, alles was mit Blut oder Zirkulation, also alles mit dem Kreislauf zu tun hat. Das ist in der roten Tasche mitgepackt. Und dann habe ich den sogenannten Bubu-Kit nochmal, also alles was an irgendwelchem Material sonst noch für die Patientenversorgung wichtig sein könnte mit Kleinigkeiten. Das ist alles in der Tasche mal mit untergebracht. Wir schauen uns die Taschen gleich jetzt mal direkt mit an. Ich nehme die einfach mal mit raus. Die sind mit Klett gesichert, das hat man deutlich hören können. Ach ja, ich habe vorne auf der Tasche übrigens hier diese weißen Tape-Streifen einfach schon mal mit vorbereitet und zwar mit einem kleinen Pull-Tab, also mit so einer kleinen Lasche, dass man die locker abziehen kann, weil man immer irgendwo was am Patienten festkleben muss. Ganz egal, ob das ein kleiner Tubus-System, den wir brauchen, den wir fixieren wollen, oder ich habe einen Verband hingemacht, den ich mal zumachen muss, dann habe ich das einfach schon vorbereitet, ziehe es einfach ab und fixiere es beim Patienten. Finde ich recht praktisch. Wir schauen mal bei der Airway-Tasche mit rein. Und zwar geht es hier schon mal los. Zum einen ein Stethoskop, ganz normales, handelsübliches Stethoskop. Dann haben wir den Wendeltubus schon mal mit dabei, zwei verschiedene Größen, einmal für kleiner, einmal für größer. Denkt dran, falls ihr mit Familie auch unterwegs sein solltet, dass man die entsprechende kleinere Größe zum Beispiel mit dabei hat. Dann haben wir natürlich Chest Seals mit dabei in doppelter Ausfertigung. Da muss man halt als Combat Medic zum Beispiel mal mit dran denken, dass man nicht nur eins mit dabei hat, sondern dass man da zwei oder drei Sets mit dabei hat. Für den zivilen Bereich kommt es jetzt nicht ganz so häufig vor, deswegen hat mir mal das ausgereicht, ein Set mit dabei zu haben. Dann gerade für die Schützen unter euch, ganz egal in welcher Version,
haben wir Thorax-Entlastungsnadeln mal mit dabei. Das wäre diese ARS-Needle, also Air Release System. Oder das wäre eine, die wir neulich von, die ist von Prometheus, die haben wir auf der IWA mitbekommen. Eine mit einer Indikation oben sogar mit dran. Könnt ihr mal mit nachgucken in unserem Video von der IWA. Und zwei wichtige Sachen noch mit dabei. Zum einen hätte ich hier ein Beatmungstuch. Ich lasse es drin. Das heißt, für eine Reanimation, klein verpackt, eine Folie mit einem Ventil mit dran. Das heißt, wenn ich jemanden beatmen muss, dann muss ich nicht direkt Mund-zu-Mund-Beatmung machen, sondern ich lege das auf dem, seinen Mund und Nase mit drauf und da ist ein Ventil mit drin, wo ich nur in die eine Richtung durchatmen kann. Und falls der... Falls man da so eine hygienische Barriere für sich spürt, dass man sagt, ich möchte nicht Mund zu Mund beatmen, dann lege ich diese Folie mit dem Ventil drüber und kann sauber und hygienisch dann beatmen. Dann habe ich zusätzlich noch ein kleines Pulsoxy mit drin, einfach für die Überwachung, ein Fingerclip, für die Herzfrequenz, für die Sauerstoffsättigung, einfach, dass ich da ein bisschen für die Überwachung ständig was mit dabei habe. Sind keine großartig teuren Sachen, also kann man sich locker mal mit anschaffen, locker mit leisten. Wir packen das kurz wieder zurück. Dann gehen wir zu unserer nächsten Tasche. Und zwar hätten wir hier die Tasche, alles was mit Blutung und mit Zirkulation zu tun hat, also alles was mit Kreislauf zu tun hat. Und da seht ihr es schon von außen mit an der Tasche. Da sind auch die Tourniquets mit drin. Allerdings habe ich mir auch schon, da schwenkt mir jetzt mal in den Rucksack wieder zurück, habe ich mir hier schon mal zwei Tourniquets direkt vorne mit drauf gemacht. Das heißt, ohne dass ich eine Tasche öffnen muss, komme ich direkt an das Tourniquet mit dran. Wenn euch das lieber ist, die Taschen außengriffbereit zu haben, die Tourniquets außengriffbereit zu haben, dann besorgt euch noch Fixierungsstreifen oder Gummibänder oder Taschen, da gibt es zig verschiedene Modelle, um das außen an dem Rucksack mit zu befestigen. Dann kann ich, ohne den Rucksack aufmachen zu müssen, direkt auf das Tourniquet zugreifen. Ich habe hier übrigens nochmal ein SWAT-Tourniquet auch mit dazu genommen. Und zwar gerade für den Bereich Kinder oder Hunde, wenn ihr was habt, dann kann man da auch nochmal mit drauf zurückgreifen. Für Kinder und für Hunde wesentlich besser, angenehmer zu benutzen als die herkömmlichen Tourniquets mit am Knebel vorne mit dran. Also das sollte man hier schon mal griffbereit haben. Und für den erweiterten Bereich habe ich es in dieser Tasche dann trotzdem noch mit drin. Da sind nochmal zwei Tourniquets mit drin. Ihr kennt den Grundsatz, zwei ist eins ist keins. Deswegen Tourniquets kann man fast nicht genug mit dabei haben. Zwei sollten es auf jeden Fall mindestens sein. Gut. Also zwei Tourniquets extra nochmal. Das hier wäre ein CAT. Das ist Trainingsmaterial von mir, was ich mal mit dazu gepackt habe. Das da wäre ein SOF-Tourniquet nochmal. Das finde ich auch relativ gut, weil die diesen Metallknebel mit dran haben. Dann haben wir zur Blutungskontrolle nochmal das Quicklot Combat Gauze. Mein persönlicher Favorit für den privaten Bereich, das wisst ihr, das wäre alles, was auf Chitosan basierend ist. Ganz einfach, weil es besser in Verbindung mit Aspirineinnahme funktioniert. Da ist das Quicklot nicht ganz so gut geeignet, vielleicht die ganz neuere Version dann schon. Aber ich greife dann lieber auf Hemcon zum Beispiel oder auf Celox zurück. Das wäre meine Wahl Nummer 1. Dann habe ich auf der anderen Seite in der Tasche, haben wir Compressed Gauze nochmal mit drin. Dieses Verbandmull, was ich zum Tamponieren von Wunden einfach mitnehmen kann. Das heißt, es ist durchaus auch möglich, dass mein Hämostyptikum zur Blutstillung nicht ausreicht, um eine Wunde komplett auszutamponieren. Und dann brauche ich eben dieses Verbandmull, um auch große, tiefe Wundhöhlen auszutamponieren. Und da kann ich auf dieses klein verpackte, vakuumierte Verbandmull locker zurückgreifen. Das kann ich auspacken und das entfaltet sich natürlich riesengroß. Und falls ich irgendwas mal abwischen muss oder brauche nochmal Hygienematerial, dann habe ich zusätzlich nochmal einfache Kompressen mit eingepackt. Die sind jetzt nicht besonders wasserdicht oder sowas, aber Kompressen, die kosten fast nichts. Die kriegst du überall, die kriegst du aus dem billigsten Verbandkasten mit raus und kannst es da zusätzlich auch nochmal mit reinstecken. Und dann haben wir hier genauso, wir haben das auch hier spiegelgleich nochmal dazu auf der Innenseite des Rucksacks. Und dann habe ich hier auch nochmal Notverband oder Emergency Bandage oder Israeli Bandage, wie ihr sie auch nennen wollt, zusätzlich mit drin zu dem, was ich auch im Rucksack da vorne nochmal mit dabei habe. Jawohl, das wäre meine Kreislauftasche. Ach ja, eine
Blutdruckmanschette habe ich zusätzlich nochmal mit drin. Wenn ihr sagt, möchte ich gerne mit dabei haben, packt sie einfach mit rein. Ansonsten kann man sich das auch in Kursen beibringen lassen. Man kann auch hier genauso am Hals oder am Handgelenk mittasten und kann ganz grob zumindest mit drauf schließen, ist da ein ausreichender Blutdruck noch mit vorhanden oder nicht. Man muss auch immer mit dran denken, nicht vergessen, wenn ich einen Tourniquet angelegt habe und wir kommen später auch dann noch dazu, Infusionen mitzumachen, wenn ich den Blutdruck von dem Patienten mit erhöhe, muss ich übrigens das Tourniquet vielleicht nochmal ein bisschen mit fester ziehen, weil dann der Druck des Tourniquets nicht mehr ausreicht. Bloß nochmal so im Hinterkopf, um dran zu denken. Gut, das packen wir auch zur Seite. Dann, weil wir es gerade von dem Oberteil des Rucksacks hier mit gehabt haben, dann schauen wir ganz kurz, was da noch mit drin ist. Ich habe da wasserdicht eingepackt nochmal verletzten Karten mit dabei. Das heißt, wenn ich jemanden ein Tourniquet angelegt habe, kann ich es aufs Tourniquet natürlich draufschreiben, was ich gemacht habe. Und ich kann es auf dieser Karte auch zusätzlich nochmal mit markieren. Ich kann das genauso gut, wenn ich mehrere Verletzte habe, dann kann ich bei jedem einzelnen auf dieser Männchenzeichnung markieren. Die ist auf der Vorderrückseite abgebildet. Was hat er für Verletzungen, in welchem Bereich? Damit er, was ich entdeckt habe, der Nächste nicht einfach dann nochmal übersieht, der an den Patienten mit rangeht. Da, auf der Rückseite kann ich dann natürlich, wer da medizinische Ausbildung ein bisschen mit hat, dann kann ich die Kurve quasi mit durchschreiben, wann habe ich ein Tourniquet appliziert, wann wurde ein Tubus mit eingelegt, ein Windeltubus mit eingelegt, wie war die Herzfrequenz, wie war die Sauerstoffsättigung und so weiter, dann kann ich das hier einfach mit markieren und kann das dann später in der Rettungskette den nachfolgenden Kräften dann quasi auch mit übergeben. Dann haben die auch vor dem Eintreffen eine lückenlose Dokumentation mit dabei. Auf dem kleinen Blatt, was mit dabei ist, das wäre dann vielleicht für die Leute im Ausland mit sinnvoll noch, die mit internationalen Kräften arbeiten. Das heißt, da wäre dieser Nine-Liner noch mit dabei. Das ist ein Alarmierungskonzept, wie ich mit internationalen Kräften anhand von einem Schema da quasi eine Alarmierung machen kann und eine Verletztenbeschreibung und eine Umgebungsbeschreibung mit durchgeben kann. Schaut es euch mal mit an. Auf der Seite von der Trema e.V., Trema Europe e.V., da könnt ihr euch das auch nochmal mit anschauen, was es mit diesem Nine-Liner auf sich hat, wenn ihr für den internationalen Bereich irgendwann mal arbeiten müsst. Dann auf der Vorderseite von dem Rucksack, gleich nochmal, da habe ich mal ein paar Handschuhe mit eingepackt. Handschuhe, bloß zu merken nochmal, die sind für den Helfer selber wichtig, damit ich mich nicht mit irgendwas anstecke, mit irgendwas infiziere, wo wir ansteckende Krankheiten hätten. Neulich hat mir ein Amerikaner erzählt, mit dem ich gearbeitet habe, bei denen, die legen da relativ wenig Wert erstmal mit drauf, weil die regelmäßige Tests machen, dass sie keine übertragbaren Krankheiten quasi mit haben. Also da rutscht es tatsächlich in den Hintergrund und gerade wenn ich in dem taktischen Bereich arbeite, dann habe ich auch nicht immer unbedingt Zeit, erstmal Handschuhe auszupacken, die mir überzuziehen, sondern da muss es schnell gehen. Da muss ich den Verletzten oder Verwundeten raustransportieren und muss den zügig versorgen innerhalb von kürzester Zeit. Da müssen wir tatsächlich mal auf sowas mit verzichten. Weiterhin habe ich da vorne drin einfach nochmal einen Ziplock-Beutel, falls ich den mal irgendwie brauche für Kleinigkeiten, die ich mir schnell mal mit verpacken will wieder. Ich habe einen großen Müllbeutel, da ist wirklich ein großer Müllsack mit dabei. Das heißt, wenn ich an dieser Einsatzstelle einfach mein ganzes Gerümpel, die Verpackungen von irgendwelchen Verbandmaterial oder so wegpacken will und aufräumen will, dann haue ich das mir einfach alles damit rein. Und ich habe mir zusätzlich nochmal so einen kleinen, Turnbeutel will ich nicht sagen, das ist wie ein Rucksack quasi aufgebaut. Vielen Dank an Best Protection, das haben wir von denen bekommen. Da kann ich Patientenmaterial einfach mal mit einpacken, kann das damit reinschmeißen und kann das den Rettungskräften dann quasi mitgeben, wenn die den mitnehmen. Das ist tatsächlich auch immer ganz sinnvoll. Das kenne ich aus dem Rettungsdienstalltag auch. Der Patient will irgendwas mitnehmen und dann bist du mehr Kofferträger für den, als dass du Platz hast für medizinische Geräte. Dann kommen wir als Nächstes zu dem Bubu-Kit, wie wir es genannt haben. Auch den habe ich jetzt von außen mal beschriftet. Ganz grob in Stichpunkten einfach nur, was da mit drin ist. Das hier ist Medikamente, also Medis, alles was mit Blutzucker zu tun hat, Pflaster. Dann habe ich Spüllösung, eine kleine Menge Augenspüllösung mit dabei, eine Kältekompresse, Desinfektionsmittel ist mit dabei und Pinzetten habe ich mit dabei. Schauen wir es nochmal kurz mit durch. Damit ihr das seht, dass das auch wirklich alles damit reinpasst. Hier ist das BZ-Gerät, ganz günstig, einfach wie man es im Handel eben bekommen kann. Nichts Besonderes. Dann ein Hautdesinfektionsmittel, das ist das Octenisept. Dabei mit dran denken, Octenisept nicht in tiefe Wundhöhlen mit reinbringen, weil das das Gewebe schädigen kann. Also nur für oberflächliche Sachen, bloß um das nochmal mit anzumerken. Dann habe ich hier meinen kompletten Medikit mit dabei. Also das habe ich einfach mit so einem Ziplock-Beutel einfach mit eingepackt.
da ist ein bisschen Schmerzmittel mit dabei, also Ibuprofen zum Beispiel. Bei mir hilft Aspirin auch ganz gut. Dann haben wir für den Diabetiker Traubenzucker mal mit drin dabei. Gegen Muskelkrämpfe habe ich ein bisschen Magnesium mal mit dabei. Eine Diclofenac-Salbe. Und weil wir einen Allergiker für Insektenstiche bei uns in der Familie mit dabei haben, habe ich einen EpiPen noch mit dabei, also so ein Adrenalin-Pen. Dann, wer das da hier kennt, finde ich auch recht gut. Das ist der By the Way für Insektenstiche. Also ich habe selber bei mir gemerkt, bei großen Insektenstichen, ich weiß nicht, was es war, aber da hat es mal nicht ganz ausgereicht. Aber alles, was so nervige Insektenstiche, so kleine Schnagenstiche sind oder wenn ihr nicht gerade groß allergisch seid, da kann das natürlich schon mal mit helfen. Drückt mal auf die gestochene Stelle mit drauf und innerhalb von ein paar Sekunden strömt das Hitze auf den Stich aus und dann streich oder nimmt das einfach den Juckreiz weg. Ein kleines Fieberthermometer, ich weiß, da sind die Ohrthermometer natürlich besser. Aus Platzgründen und auch aus Kostengründen habe ich jetzt mal ein einfaches, kleineres mitgenommen. Dann ein Pack mit Pflasterstreifen, da habe ich ein paar kleine Tipps für euch mit dabei. Und zwar für kleinere Verletzungen das zu versorgen. Zum einen solche Fingerverletzungen, wenn ich mir den Finger geschnitten habe, dann habe ich da so ein Band, das ist eine selbsthaftende Binde, was auf sich selber klebt quasi. Das kann ich auf die Schnelle mal so mit rumwickeln, kann es abreißen, das ist wasserabweisend und ich kann natürlich super gleich wieder mit weiterarbeiten mit dem Finger, wenn es so kleinere Sachen sind. Ich schmiere auch nicht alles irgendwie mit meiner Blutung dann voll. Dann so ein kleiner Netzverband, das war früher immer in den großen Verbandkästen mit drin. Wenn ich mal eine Schürfwunde mit habe, mache ich eine Kompresse mit drauf, ziehe den Netzverband drüber und kann auch wieder gleich weiterarbeiten. Finde ich ein recht praktisches Teil. Dann ganz normale Wundschnellverband, so wie es im Autoverbandkasten quasi ist. Die kann ich mir zurechtschneiden, sieht man auch, das war schon mal abgeschnitten. Oder auch einfach kleine Fingerpflaster, ganz normaler Standard. Dann nehmen wir die mal mit her. Das sind Compete-Blasenpflaster. Gerade wenn ich große Strecken auch zum Beispiel mal hinter mich bringe, das kann auch auf der Schießbahn zum Beispiel mal passieren, auf diesen Bundeswehr-Schießbahnen. Da hast du mal 300 Meter, wenn du das ein paar Mal hin und her laufen musst. Ich habe da recht zarte Füßchen, deswegen brauche ich immer solche Blasenpflaster auch mit dabei. Die sind recht hilfreich. Genau, das ist auch ein Blasenpflaster. Und dann habe ich nochmal Sterrestrips mit reingenommen. Das bedeutet, in zwei verschiedenen Größen habe ich solche verschließenden Pflaster mal mit dabei. Dann muss ich auch mal einen Schießtag zum Beispiel oder einen Waldtag nicht unbedingt gleich abbrechen, wenn ich einen kleinen Schnitt mit habe, wo ich sage, möchte ich jetzt nicht bloß ein Pflaster draufkleben, sondern ich kann das ein bisschen sauber machen. Kann das von innen drin reinigen und dann kann ich das mit so einem Pflaster einfach die Wundränder wieder zusammenziehen und kann das ähnlich wie eine kleine Wundnaht dann diese Wunde auch wieder verschließen. Finde ich persönlich auch ganz gut. Muss man vorher mal ausprobiert haben, also packt das ruhig mal mit aus und doktert da an euch selber mit diesem Zeug mal mit rum. Dann habe ich ein Sprühpflaster auch nochmal mit eingepackt. Sprühpflaster ist dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel eine großflächige Abschürfung hast und du hast jetzt da schon einen Wundschorf, also einen Grind mit drauf und jetzt wird es irgendwie nass, das heißt es regnet draußen oder du musst auch mal duschen damit oder was mir halt einfällt, wo es feucht sein kann außen, dann hast du deinen Wundschorf und du sprühst es quasi wie einen Lack außen auf deine Wunde mit drauf und dann ist es von außen versiegelt. Das hält natürlich nicht ewig. Du kannst auch ins Schwimmbad mal für ein paar Minuten mitgehen oder kannst auch duschen damit, ohne dass das gleich wieder alles auflöst. Deswegen finde ich das ganz praktisch, dieses Sprühpflaster. Aber wie gesagt, nur auf geschlossene Wunden mit auftragen schon. Dann habe ich gesagt, ich habe so Spüllösungen mit dabei. Das ist kleine Kochsalzlösung, das gibt es in der Drogerie oder in der Apotheke, könnt ihr das kaufen in verschiedenen Größen. Gibt es das aus dem 5 Milliliter, es gibt es als 10, 20, 50, 100 Milliliter. Dazu braucht man nochmal eine Kanüle, also eine kleine Nadel und eine Spritze. In dem Fall brauche ich eine Nadel, weil das einen kleinen Hals oben dran hat. Dann trennt man die Kabel mit ab, ich kann die Flüssigkeit in die Spritze saugen und dann kann ich eine Wunde damit mal ausspülen oder kann auch mal Augen mit ausspülen, wenn ich da einen Holzspan abgekriegt habe oder Sandkörner drin habe oder sowas, dann kann ich damit einfach mal ausspülen. Da oben habe ich ein paar Alkoholpads mit drin dabei. Für die Wunddesinfektion natürlich, das brennt wie Hölle, wenn es das dafür benutzt. Deswegen finde ich das auch ganz praktisch mit dem Octanisept, was ja schmerzfrei ist, oder mit der Kochsalzlösung. Das kann ich aber auch mal für eine Notfalldesinfektion nehmen von zum Beispiel meiner Pinzette, die habe ich da mit drin. Wenn euch das nochmal, die Pinzette hängt einfach so damit oben dran, da habe ich einen kleinen Infusionsschlauch, einen alten genommen.
Dann kann ich das nämlich an dem Moller hier mit festschlaufen, kann das so mit draufschieben und dann rutscht mir die nicht einfach irgendwo in dem Sack mit rum, sondern habe ich es ein bisschen fixiert. Da habe ich auch nochmal zusätzlich eine Pinzette oder eine Klemme mit drin. Auch da habe ich vorne so einen Schlauch mit drauf gemacht, dann hält es nämlich dicht und ich spieße mir das nicht irgendwo blöd mit durch. Jawohl. Und hier an der Seite habe ich dann nochmal eine Kältekompresse mit dabei. Ich packe die immer ganz gerne in den Ziplock-Beutel nochmal mit ein, weil es mir auch schon mal passiert ist. Gerade wenn der Rucksack so voll ist, dann platzt diese Kältekompresse und dann läuft es aus und versaut dir deinen ganzen Rucksack oder die ganze Tasche. Und deswegen im Ziplock eingepackt und dann ist das Risiko nochmal ein bisschen minimiert. Das da ist nochmal ein Einmalskalpell. Das habe ich auch ganz gerne immer mal dabei. Ich habe da, wenn man mal aufgeplatzte Blasen oder sowas an den Füßen mit hat, dann kann ich das bei mir selber auch mal die Wund- oder diese Hautränder quasi mit abtrennen, damit es nicht weiter scheuert und dann kann ich da sauber ein Blasenpflaster mit drauf machen. Das wäre eins von den vielen Anwendungsmöglichkeiten. Also ein Skalpell, das kostet nicht viel und vor allem auch nicht viel Platz. Das kann man locker immer mal mit damit reinpacken. Jawohl. Das da wäre jetzt mein Bubu-Kit und dieses ganze Gerutsch hat alles irgendwann mal in diese Tasche gepackt, da müssen wir es dann später irgendwie wieder mit reinkriegen. Jawohl. Das war jetzt sowas aus meiner Erfahrung für diesen Bubu-Kit tatsächlich auch mal sinnvoll und wichtig ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich das meiste davon auch schon mal gebraucht habe. Also wenn man sich im Outdoor-Bereich aufhält, auf der Schießbahn, was auch immer, sind das alles solche Sachen, die tatsächlich auch schon mal notwendig werden können. Dann gucken wir uns das weiter nochmal im Rucksack mit an. Den Bereich hier unten, den haben wir schon. Das waren die Tourniquets, Verbandmaterial, Müllbeutel. Dann hier oben ganz wichtig auch nochmal eine Stirnlampe mit dabei. Warum eine Stirnlampe? Die kann ich mir einfach um den Kopf binden und kann daran dann oben mit Händen frei quasi arbeiten. Das Band habe ich da einfach mal mit drunter geschlauft unter das Gummiband, so dass ich es halt einfach entnehmen und rausziehen kann, ohne dass es großen Aufwand macht, aber es ist trotzdem einigermaßen fixiert in dem Ganzen. Dann habe ich Knicklichter auch nochmal mit dabei, die habe ich mit einer Paracord zusätzlich nochmal verbunden. Das bedeutet auch da, wenn es im Halbdunkel oder dunklen Bereich ist, gerade die Jagd spielt sich häufig in den Abend- oder Morgenstunden mit an, dann habe ich meinen Verletzten irgendwo liegen und dann kann ich das zum Beispiel auch mal über einen Ast hängen, wenn die geknickt sind, diese Lichter, und dann finde ich den auch locker später wieder mal im Eifer des Gefechts. Oder ich kann jemanden da hinschicken und kann sagen, da hängen rote Lichter an dem Baum mit dran. Dann ganz wichtig immer, was wir immer dabei brauchen, ihr habt es schon vorhin gesehen, an den ganzen Taschen ist immer Tape mit dabei. Auch das habe ich mal fixiert mit einer Paracord und wichtig ist auch immer bei dem Tape, macht da einen Pull-Tab mit dran, das heißt so eine Lasche, dass man es ganz locker abwickeln kann, damit ich nicht erst da irgendwo den Anfang suchen muss, sondern so kann ich es einfach abwickeln. Ich habe es mit der Paracord fixiert und ich habe es aber an dem Kletter unten fixiert und habe so gemacht, wenn ich da dran ziehe, dann kann ich das mir einfach mal mit rausnehmen. Das heißt, ich kann das jemand anderem zuwerfen oder ich kann das jemand in die Hand drücken, ohne dass das jetzt auch erstmal wild im Rucksack rumgeflogen ist. Genau. Geht ganz einfach, machen wir den Klett wieder hoch und dann packen wir das wieder mit runter. Und ich habe es hier nochmal fixiert unter der Schlaufe. Dann auf der anderen Seite hier haben wir für die Untersuchung nochmal eine kleine Pupillenleuchte mit drin. Einen Stift zum Beschriften unserer Patientendokumentation. Und hier oben, auch ganz wichtig, haben wir noch einen Faserschreiber, einen Filzschreiber. Das ist ganz normaler Faserschreiber oder ein Edding, wie man es nennen will. Da habe ich mir auch so ein Pull-Tab nochmal mit dran gemacht, damit man den leichter aus der Tasche mit rausziehen kann, beziehungsweise auch da könnte ich nochmal diese Streifen mit abziehen und kann irgendwas auf einen Patienten mit draufkleben und kann irgendwie noch was mit beschriften. Und unten drunter haben wir, ganz wichtig noch mit, die Rettungsdecken kosten nichts, vor allem keinen Platz, deswegen können wir da locker mal mindestens 2 Stück mit dabei haben. Kann auch mal passieren, dass eine kaputt geht, weil die ja relativ dünn sind und auch mal reißen. Deswegen mindestens 2 Stück. Gut, das war die Außenseite von dem Innenfach. Jetzt haben wir hier an der Seite nochmal schön mit untergebracht. Einen großen Reißverschluss mit großen Fächern mit drin. Und ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich zusätzlich mit diesem Tape hier das Außen beschriftet habe. Könnte man vielleicht auch für die Rucksackhersteller nochmal, da könnte man ruhig mal ein Klett mit anbauen. Wäre eine ganz nette Idee. Und zwar haben wir hier oben einmal beschriftet Infusion, dann einmal was für die HWS und einmal was mit Splint ist. Wir machen das mal auf, schauen das mit rein. Hier haben wir, den haben wir euch neulich schon mal mit vorgestellt, den Necklight. Das ist ähnlich wie bei den
Samsblind ist ein biegbares Material, faltbares Material für einen quasi Stiffneck, für eine HWS-Orthese. Dann kann ich den schön platzsparend verpackt da reinstecken. Dann habe ich hier diese drei großen Fächer. Da habe ich zum einen eine Infusion mit drin. Auch da schon mal mit Pull-Tab und Tape-Streifen versehen, damit ich die Infusion schön am Patienten fixieren kann. Damit wir, wenn wir den schon mal einen guten Zugang haben, dann verliere ich den nicht unbedingt wieder. Dann das komplette Zugangsset noch mit dabei. Das habe ich mal fixiert. Und zwar gibt es diese einmal Staubbinden damit dran. Da habe ich mir das ganze Zugangsset mal einfach so zusammengebunden mit einem kleinen Kanülenabwurf mit dabei. Könnte man genauso gut natürlich noch in eine kleine wasserdichte Tüte mit rein verpacken. Also sowas da in so einen Ziplock-Beutel. Oder könnt ihr es einschweißen. Und hier an der Seite ganz unten drin, da habe ich nochmal Splint, also eine Samsplint. Und da habe ich die Binde gleich mit dazu gepackt. Und die wollte ich, dass sie mit dran dabei bleibt. Ich wollte sie aber nicht festkleben unbedingt mit dem Tape. Deswegen habe ich da einfach meine Paracord genommen und die Paracord-Enden habe ich ganz locker in dieses Splint mit reingelegt und das hält tatsächlich, wenn es dann zusammengepresst ist, diese Binde an Ort und Stelle, wenn es zusammengepresst ist. Das ist eine ganz normale, flexible Binde, ob ihr sowas nehmt oder ob ihr Verbandpäckchen dafür nehmt oder ganz normale Mullbinde, das bleibt euch überlassen. Ich finde die da ganz praktisch, weil da auch diese Klammern mit dabei sind. Genauso gut können es aber, wie gesagt, natürlich auch mit Tape sein. Gut. Das wäre in dem Fach dann mit untergebracht. Jawohl, dann hätten wir es auf der Innenseite von dem Rucksack tatsächlich auch schon. Für den militärischen Bereich, die haben tatsächlich dann auch immer noch mal ein bisschen anderes Material mit dabei, was ich jetzt im Zivilen draußen nicht unbedingt mit rumfahre. Das heißt, die haben dann zum Beispiel noch Morphin-Autoinjektoren mit dabei, andere Schmerzmittel vielleicht nochmal. Dann haben sie vielleicht kein normales Zugangsset mit dabei, sondern einen intraossären Zugang, also wo man Zugang direkt über den Knochen, über das Knochenmark geben kann. Das müsst ihr einfach entsprechend mit aufteilen. Wie gesagt, das ist alles individuell, wie ihr das zusammenstellt, in welche Tasche ihr das mit reinpackt. Ich finde es sinnvoll, wie gesagt, wenn es beschriftet ist, damit man auch einen Helfer mal losschicken kann und kann sagen, pass auf, da außen ist ein Kleber mit dran, da steht Infusion, zieh mal diese Flasche mit raus. Und wie gesagt, sinnvoll natürlich auch, wenn in meinem Team die Leute schon eingewiesen sind, wenn die wissen, da ist die Infusion, da ist das Infusionsbesteck, wie muss ich das zusammenstecken, wie reiche ich das dem an, damit man ordentlich zusammenarbeiten kann und die Arbeit nicht nur an einem hängen bleibt. Also diese Morphininjektoren oder die intraossären Zugänge oder natürlich auch eventuell kolloidale Lösungen, was man dann zusätzlich vielleicht noch irgendwie mit reinpacken muss oder halt anderweitig. Ich kann diese Flasche natürlich auch, das ist jetzt so handelsüblich, auch was bei uns im Rettungsdienst gebraucht wird, auch da kann ich das natürlich reduzieren. Ich kann 250 Milliliter Flaschen nehmen und dann kann ich natürlich noch eine andere Art von Infusion zusätzlich mit reinpacken. Dann habe ich noch verschiedene Varianten. Das, was ich jetzt hier benutzt habe, das war der TT Medic Assault Pack MK2 mit 15 Litern. Und ihr habt es gemerkt, ganz am Anfang, der war natürlich insgesamt relativ voll mit dem, was wir da benutzt haben. Der war recht voll und prall gepackt. Mich persönlich stört es nicht, wenn der voll gepackt ist. Ich weiß, was drin ist, ich weiß, wo ich es finde. Wenn ihr sagt, der war euch eher zu klein, dann gibt es ja die größere Variante. Wir haben euch das schon mal mit vorgestellt. Das ist auch der TT Medic Assault Pack in der Größe L MK2. Der hat 4 Liter mehr, nämlich 19 Liter. Oder wenn ihr sagt, das ist euch immer noch zu klein, dann gibt es auch von TT den Responder Medic Pack oder den Responder Move On. Das sind dann zwei Teile von Rucksäcken, die man auch trennen kann voneinander und die wesentlich größeres Packmaß natürlich mit haben. Kommt, wie gesagt, immer auch auf euer Setting mit drauf an, in welchem Bereich bewege ich mich und was mache ich da. Abschließend haben wir für euch nochmal diesen erweiterten Range Pack oder Bushcraft Pack mit dazu genommen. Das wäre die 6 Liter Variante der TT Medic Assault Pack S MK2. Vom Aufbau her ganz ähnlich wie die anderen zwei Modelle. Also es findet sich alles wieder, es spiegelt sich alles wieder. Da muss ich natürlich wirklich begrenzt von meinem Platzangebot arbeiten. Hier vorne drin, das wollte ich euch vorhin auch nochmal mitzeigen, da haben wir dieses Signalpanel, das ist bei den Rucksäcken immer mit dabei. Dann kann ich das hier glätten und oben an den Trägern nochmal mit festpinnen. Dann kann ich den Rucksack neben den Verletzten quasi stellen. Dann findet man den leichter auch wieder. Wenn wir den mal aufmachen, den Rucksack, ich habe mich jetzt hier wirklich beschränkt auf das Notwendigste, was dann wirklich sein kann. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, für Bushcraft
zwei Tourniquets, es klingt für mich total übertrieben, oder einen Quicklot mit dabei zu haben, dann lasst es raus. Oder Chest-Seals mit dabei zu haben, wenn ihr das im Buschkraftbereich nicht braucht oder nicht wollt, lasst es raus, das müsst ihr anpassen, wie ihr es für euch haben wollt. Für einen erweiterten Range-Pack zum Beispiel, also wenn ich auf eine Schießbahn gehe mit mehreren Leuten, dann kann das natürlich wieder absolut sinnvoll sein, sowas mit dabei zu haben. Ich kann mich nämlich nicht darauf verlassen, dass jeder einen IFAC hat oder auch den mit dabei hat. Und dann liegt es an mir, wenn ich halt das Wissen dazu habe, sowas auch mit einzusetzen. Also, wenn wir da groben Überblick machen, wir haben zwei Chest-Seals mit dabei, dann haben wir hier die Tourniquets, wir haben unsere Dokumentationskarten wieder mit dabei. Da auf der anderen Seite habe ich einen Stift entsprechend noch mit dazu. Da passt dann auch der Edding noch mit rein dazu an der Seite. Dann auch hier haben wir ein Tape mit dabei mit einem Pull-Tab. Hier habe ich es auch so gemacht, da waren diese Enden von dem Rubberband hier, von dem Gummiband, die habe ich einfach aufgemacht, den Knoten, und habe auch einen Infusionsschlauch genommen, wo man das reinsteckt, und dann kann ich nämlich das Tape quasi rausnehmen und kann es jemand anderen in die Hand geben, aber es ist trotzdem erstmal fixiert. Lassen wir es mal so. Geht ein bisschen schwer reinzufummeln, aber wenn man sich Zeit in Ruhe mal dafür nimmt, dann geht es schon. So, da habe ich auf der anderen Seite zwei verschiedene Größen von der Emergency Bandage nochmal. Einmal die 15 und einmal die 10 cm Variante. Handschuhe haben wir hier mit dabei, auch ein Licht ist mit dabei. Das kann ich mir mit so einem kleinen, das ist einfach aus dem Baumarkt, mit einem Clip irgendwo an die Tasche hängen. Dann habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich die Frontlampe anschalten oder ich kann die Seitenlampe mit anschalten für mehr Licht oder weniger Licht. Dann haben wir das Quicklot, wie gesagt, dabei, oder C-Logs, nehmt was ihr wollt, was ihr denkt, was besser ist. Und hier nochmal die Compressed Gauze, alles natürlich abgespeckt, passend auf diesen kleinen Rucksack. Hier drüben habe ich nochmal einen Beutel für Utensilien, für Müll mit dabei. Und auch hier oben haben wir so einen kleinen Bubu-Kit mit dabei. Den habe ich hier mal aufs Wesentliche begrenzt, also da ist nicht alles mit drin. Das kennt vielleicht jeder. Das habe ich einfach mal genommen, um meine Medikamente da drin zu verstauen. Das heißt, in dem Fall wäre Ibu mit drin. Da habe ich eine Kältekompresse mit dabei, ein paar Pflaster, Wunddesinfektionsmittel. Auch hier nochmal diese selbsthaftende Binde für Verletzungen oder auch zum Fixieren von Kompressen irgendwo im Körper. Dann kleine Reinigungstücher. Das müsst ihr so zusammenstellen, was ihr denkt, was für euch dann passend ist. Ich glaube, wir haben in dem anderen Rucksack euch schon Tipps ausreichend jetzt mitgegeben, was man ein bisschen so mitmachen kann. Bastelt da ein bisschen mit dran rum, staut euch das ständig wieder mit an. Wo kann ich was verbessern, wo kann ich was überarbeiten, was brauche ich vielleicht noch mehr mit dazu, was brauche ich weniger mit dazu. Nehmt diese Tipps einfach mal mit an und schreibt uns auch sehr, sehr gern mal in die Kommentare mit dazu. Was habt ihr noch für Ideen? Schickt uns Bilder mal mit ein. Gebt uns die Infos, auf was greift ihr noch mit zurück oder welches Material findet ihr besser, an welcher Stelle zum Beispiel, oder wie packt ihr es besser zusammen. Da tobt euch gerne bei uns in den Kommentaren mit aus. Diese Produkte, die wir heute jetzt alle auf dem Tisch liegen gehabt haben, abgesehen von den Tasmanian Tiger Rucksäcken, die kriegt ihr alle da, wo es Tasmanian Tiger gibt, aber alle anderen medizinischen Produkte bekommt ihr bei vero.de. Wir blenden euch die Adresse unten nochmal mit ein. Wir schauen auch, dass wir auch in unserem Blog nochmal alles mit zusammenschreiben. Wir geben euch einen Grobanhalt in der Form von einer Liste nochmal mit dazu, was es alles an Material mit gibt, was wir so damit drin gehabt haben. Das war jetzt natürlich alles wahnsinnig viel. Und ihr dürft ganz selber auswählen, wie ihr das in euren Rucksack packt. Vielleicht nehmt ihr euch das als Anhalt oder vielleicht wollt ihr es auch anders zusammengestellt haben. Das liegt, wie gesagt, an euch. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, sagt es gern weiter, damit es andere noch sehen. Leitet es auch gern weiter und liken, Abo und die Glocke klicken. Und ansonsten wünsche ich euch wenige Einsätze und wenn, dann natürlich gute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.